Leute und herzlich willkommen zu GTA. Genau, wir steigen hier wieder auf unser Motorrad, denn das ist am praktischsten, um wegzukommen. So. Genau, wir haben jetzt ziemlich viel Geld. Heute müssen wir allerdings wieder Vorräte kaufen, weil sonst geht das natürlich nicht weiter. Macht Sinn. Das ist mal eine Wheelie. Und, ja. Oh Gott. Spielen wir. Oh, ja, spielen wir jetzt auch weiter. Genau. Was laber ich, Alter? Oh Mann, nee. Naja. Besser wird's nicht mehr. Okay, genau. Produkte haben wir 0 und natürlich auch die Vorräte sind komplett leer. Wir holen uns neue. Oder wir beschaffen uns neue, unser Team. Unser. Keine Ahnung, Firma. genau, wir werden jetzt erstmal Vorräte stehlen. Weil wir haben in 8 Verkäufen schon 883 plus gemacht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ah, schon wieder die. Okay, ja, leider schon wieder dieselbe. Naja, wir machen das. Vielleicht klappt es diesmal first try, ohne dass wir sterben. Oh Gott. Ui, oh, habt ihr es gesehen? Oha. Okay, genau. Ich begebe mich jetzt dorthin und für euch heißt es Zeitraffer. Oh Mann, Leute. Oh nein. Oh, ich dachte, die Tanne hat nicht so eine krasse Hitbox. Naja. Wir gehen zurück. Ich weiß, mir hat es vorhin schon zweimal auf die Fresse gehauen, aber ich dachte, ach komm, scheiß drauf, wir lassen das jetzt drin. Also wisst ihr, dass ich. Alter. dass ich nicht das auch noch ohne Zeitraffer mache, genau. Gut, dann heißt jetzt wieder weiterhin Zeitraffer. Wobei, nee, weil wir sind bald da. Kann ich auch noch ein bisschen labern. Labern. Ich werde mal gucken. Vielleicht werden wir 2 Lieferungen machen. Ja, wahrscheinlich sogar. Genau, werden wir jetzt 2 Lieferungen abholen und. Ja. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ja, die Frage ist: Rentiert es jetzt noch für den Zeitraffer? Hier. Ich glaube, oh mein Gott. Ich glaube nicht, weil jetzt sind wir in Los Santos, jetzt ist Action angesagt. Auch dort drin, nur leider können wir da drin bekanntlicherweise keine Waffen nehmen. Sie fairerweise aber schon. Oh Gott, es tut mir jetzt natürlich leid. Ums. Naja, was soll's. Genau, wir gehen jetzt hier hin und dann versuchen wir nochmal, rennen wir wieder direkt runter, weil beim ersten Mal sind ja die noch nicht Akku. Dann gucken wir nochmal, ob wir es vielleicht diesmal schaffen. Diesmal schaffen die Dings die Vorräte direkt zu bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Warum tritt ihn? Mo. Oh Gott, Alter. Alter, sind das viele. Oh, oh, oh. Junge, ich komme da nicht durch, Alter. Ich spam halt auch gerade meine Taste. Vielleicht hört ihr es. Ah, keine Chance, Digga. Keine Chance. Da waren dann auch einfach 4 Leute und die sind die ganze Zeit auf dich am Einschlagen. Naja. Versuchen wir. Alter, wieso ist denn hier so ein riesen Stau? Naja. Okay, genau. Jetzt sind die da oben auch schon aggro. Oh, lol, der hat mir voll eine reingehauen. Naja, oh Gott. Da geht's direkt wieder ab. Junge, was willst du eigentlich? Und warten müssen erstmal den, weil der hat irgendwie einen Schlagring. Und der auch. Und. Hä? Die stehen alle wieder auf. Wow. 2. Oh. Ja, der ist auch ausgenockt, hätte ich mal gesagt.
Ja, komm, jetzt gib dem hinter dir. Zack, Alter, bam. Bam, hau ihn. Junge, meine Fresse, Alter. Oh. Und Junge, du musst ihn schon treffen. Digga, ist das amüsant. So, jetzt stirb, Alter, so. Oh Gott, Alter, der. Was? Oh mein Gott, was ist das? Junge, der hat auch so eine Flasche, die machen halt auch so viel Schaden. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde es unfair, dass man nicht auch. Nein, oh Gott. Warte, hallo? Dass man nicht auch zum Beispiel jetzt hier das benutzen kann oder Schlagring oder so. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben, das finde ich ein bisschen asozial. Okay, wir verkloppen erstmal den. Macht der keinen Schritt? Oha! Egal. Ich wusste gar nicht, dass die ausweichen können. Wie krass. Oh fuck, er lebt noch. Naja. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe viermal ohne eine Pause direkt auf mich eingestochen. Ich war natürlich sofort tot. Und mein Typ schlägt wieder nur daneben. Das glaube ich ja nicht. So, ist hier noch einer? Nee. Na doch. Oh, jetzt. Jawohl, Alter. Komm, dich auch noch. Komm her. Jawohl. Zack, Alter. Tot. Töte ihn. Was machst du, Alter? So. Jetzt aber. Junge, wie viel hält denn der aus? Gibt's ja gar nicht. So, endlich, Alter. Meine Fresse. Ja, jetzt sind auf jeden Fall alle mausetot. Ist eigentlich schon schlecht. Gut, ich bin auch zweimal gestorben. Dreimal? Einmal? Dreimal? Nee, ich weiß nicht. Hallo? Ist auch. Junge. Check's manchmal nicht. Okay. Wir machen noch nicht Zeitraffer, weil es ja wahrscheinlich werden jetzt dann gleich die Homies von denen kommen. Eigentlich sollten die jetzt jeden Moment dann. Ja, da vorne sind sie auch schon. Oh Gott. Der andere? Wo ist der andere hin? Der wird einfach weg, alles klar. Vielleicht kommt er noch mal, vielleicht auch nicht, weiß nicht. Oh Gott. Boah. Was? Ich bin nämlich nicht mal angekommen. Naja. Okay, wir fahren mal zurück. Ja, Zeitraffer. Okay, Leute, da kommt der Einzel doch wieder. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Ja, jetzt aber. Jetzt ist völlig lustig. Alter. Okay, wieder Zeitraffer. Leute, wir sind jetzt auf den letzten paar Metern. Oh. Oh nein, Alter. Gut, wir gehen rüber. Natürlich mit Swag. Nein, wir gehen jetzt einfach wieder rein und liefern die ganzen Vorräte ab. Und danach machen wir direkt nochmal eine Mission, weil ich bin jetzt in der Rohdatei erst auf 13 Minuten. Von daher, das ist recht easy. Genau, weil so ist halt ein bisschen wenig, so bis zu der ersten Stufe sollten wir halt schon sein. Oh, Rang erhöht, Vermittler, nice. Gut, dann hoffen wir, dass wir das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal reinkommen, dass da ein bisschen mehr Geld in der Kasse ist. Ich glaube, als nächstes kaufen wir uns dann eine Geldfälscherei. Ich glaube, die ist geiler. Weil ich weiß ja nicht, aber ist das nicht einfach so, wenn man. Okay, wir müssen. Wohin? Müssen viermal vier holen. Ah, wahrscheinlich hat nicht jeder Lieferwagen wirklich die Dings dabei. Ja, wahrscheinlich nicht bei dieser Mission. Was soll ich sagen? Genau, ich glaube, wir kaufen uns eine Geldwäscherei, weil ich glaube, das ist ja so, dass wir dann nicht mal die Sachen dann ausliefern müssen, sondern einfach ja das Geld nehmen können, eigentlich. Macht das nicht Sinn? Also für mich schon, ich weiß nicht, wie es für euch ist.
Ah, nee, okay, ist wirklich so, dass wir. Ja, aber dann nehmen wir den, weil der ist doch safe näher. Gut. Nehmen wir den, der ist näher, sehr höchstwahrscheinlich. Wir können eigentlich. Wir müssen den wahrscheinlich dann zurückfahren. Weil. Oh, Alter, ich bin schon wieder halb tot. Naja. Genau, steigt er mal wieder auf. Keine Ahnung, was das hier oben überhaupt ist. Naja. Wir gehen zum Flugplatz und holen uns ein Flugzeug und einen Helikopter. Und hoffen mal, dass das dieses Mal da ist. Und diesmal wäre es nicht so schlimm, weil hier haben wir quasi mehr oder weniger. Wie soll ich. Ach. Anhaltende gute Führung. 2000. Nice. Genau, ja, auf jeden Fall. Geldtechnisch geht's uns wieder gut, ja. Oder ja, immer noch. Oder wie auch immer. Aber trotzdem, wir werden jetzt schon sparen, irgendwie, bis wir irgendwie 800.000 haben oder so. Vielleicht werde ich als auch selber irgendwann mal ein bisschen Zeugs machen, also Aufträge und ein alter Cargo Bob, aber wir nehmen den Helikopter, ist besser. Also praktischer. Weil mit dem Cargo Bob kannst du nicht so gut landen, weil der explodiert irgendwie überall. Außer auf der Landebahn. Genau. Wir werden auf jeden Fall. Oh Gott. Lass mal so. Genau, wir werden auf jeden Fall. Vielleicht auch. Werde ich selbst auch offscreen ein bisschen was verkaufen. An den Waren. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Da vorne gerade explodiert. Naja. Genau. Auf jeden Fall mache ich jetzt Zeitraffer, Freunde. Die Leute, da unten steht ja auch schon dieses Auto da vorne, dieses grüne. Genau. Da sind natürlich Profis. Wir landen jetzt hier mal ganz elegant. Genau. So, dann können wir auch aussteigen. Und ich weiß nicht, ob die Typen freundlich oder feindlich sind. Oh Gott, warte mal. Ja, die sind feindlich. Gut. Schauen wir mal. Wie löst man die eigentlich aus? Taste. Und E. Nicht? Okay, F. Oh nein. Hilft das nicht? Nix, ah ja. Hauptsache. Naja. Ja, dann machen wir wieder Zeit drauf. Leute, wir sind jetzt hier beim zweiten, mehr oder weniger. Gleich. Oh Gott. Genau, hier steht auch schon. Hallo, fährt der? Sieht so aus. Uiuiui, das ist jetzt nicht kritisch. Eieiei, nein, nein, nein. Ja, nice. Wo ist er jetzt hin? Der fällt ja wirklich. Hab ich denn für einen Helm auf? Alter, was bist du für einer? Okay, ich brauch das kurz. Ich muss das kurz leihen. Okay. Oh, fuck. Wo, Alter? Wieso ist das rot? Alter. Warte doch.
Und ich kann halt nicht nach vorne gucken. Okay, einer hat's erwischt. Oh Mann. Ich glaube, mit dem Helikopter können wir auf jeden Fall nicht mehr zurück. Treff auch nix. Warte mal. Ja, genau. Das hier brauchen wir. Ja. Mann, wieso öffnet es die ganze Zeit dieses Steam-Fenster? Okay, jetzt ist die Frage, wie spreng ich das Ganze? Ups. Eins vielleicht. Naja, warte mal, wir machen einfach den hier. Oh Gott, nein. Oh. Aber es ist offen, als ob schon wieder nichts. Mann. Gut, ja, das ist jetzt natürlich unangenehm. Ja, wir gehen mal zu den zwei anderen. Müssen hier. Okay, die fahren aber scheinbar auch rum. Ja, okay. War ich nicht. Naja, die müssen halt dran glauben. Naja, muss man halt. Ja, ich mach wieder Zeitraffer. Leute, hier ist jetzt der andere. Und was, der ist rausgeflogen? Okay. Nein. Als ob schon wieder nichts. Ja, geil, jetzt haben wir auch kein Auto. Ja, wo steht hier irgendwo eins? Hallo, können Sie. Alter. Wisst ihr was? Wir rufen kurz den Mechaniker an. Okay, gut, das Auto ist jetzt hier. Auch schön die Werbung da oben. So. Okay, dann müssen wir jetzt. Boah, bis nach da hinten. Okay. Gut, eigentlich so weit ist es gar nicht. Jetzt habe ich jetzt eigentlich so einen Helm auf. Naja. Muss hier irgendeinen Zweck haben. Boah. Auch knapp. Okay, ne, Zeitraffer rendiert definitiv nicht mehr, weil wir sind gleich da. Ja. Ja, genau. Diesmal parken wir das Auto ein bisschen weiter weg. Nice. Aua. Digga. Er kommt einfach um die Ecke und direkt mir den Shot. Ey, was soll jetzt das jetzt mal ganz ehrlich? Warte, mach mal kurz. Hallo? Irgendwie funktioniert die Game-Mode-Taste nicht auf meiner Tastatur. Na, jetzt. Okay, gut, die wollen Beef, die können Beef haben. Aber wo ist der? Oh Gott. Völlig lustig. Okay, wir müssen ja scheinbar den Laster. Genau, okay, dann packen wir unser Fahrzeug hier wieder ein und ja, jetzt gehen wir mal. Boah, Alter, ist da viel drin. Okay. Kannst du die Tür mal zumachen? Ach. Zu. Oh, eine ist zu. Oh, nein. So, mit Stil. Okay, dann hätte ich gesagt, Zeitraffer.
alles abgeräumt noch so zum Schluss. Genau. Wir sind jetzt an der Stelle fertig. Yep. So. Genau, wir gucken jetzt mal, wie viel es das jetzt gebracht hat. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, sieht er halt jetzt wieder zur Hälfte voll. Okay, gut. Ja, denn das war's mit dieser Folge. Nicht Minecraft, sondern GTA Online. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet? What do you see?